Herzlich willkommen zu einem neuen Zock mal wieder auf dem Atari 2600. Ich bin der Tomaniac und heute zeige ich euch Trust Version 1.2 aus dem Jahr 2004 von Thomas Jentsch. So steht's da. Und Trust ist sollte eigentlich bekannt sein. Man steuert eine Rakete in Schwerelosigkeit und muss da verschiedene Dinge erledigen. Drück mal Start. Und ich sag gleich, ich bin nicht gut in dem Game. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich hier das Fuel aufsammeln muss. Nein, anscheinend nicht. Wow, 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 wow. Und wir fliegen mal ein bisschen durch die Gegend und gucken mal, was so passiert. Stand da unten eine Kloschüssel? Ich hab's bis jetzt nur einmal kurz angezockt. Man eiert also hier so durch die Gegend. Und kann das abschießen. Und ich stelle gerade fest, das ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall gibt es fürs Abschießen offensichtlich Punkte, aber die verliere ich auch gleich wieder in sobald ich Treibstoffschub gebe, sieht man da oben die Punktzahl weniger werden. Boah. Und ich stelle fest, das ist verflucht schwer. Ich weiß nicht, was das Lederne da ist. Kann man da landen? Nein, kann man nicht. Es schießt auf mich. Game over at Mission 1. Na, das ist ja fantastisch. Das ist ja beste Voraussetzung für ein richtig langes Video. Okay, gut. Oh, Scheiße. Ich glaube, ich habe den Schwierigkeitsgrad hier am Schalter noch auf... Aha, ich hatte die Difficulty noch auf... Oh, das haben wir jetzt abgeschmiert. Ich hatte die Difficulty noch auf schwer. Okay. Es sieht so aus, als hätte ich jetzt hier ein ganz anderes Level-Design. Okay. Es sieht anders aus. Es sind weniger Hügel hier. Witzig, es gibt also anscheinend zwei Schwierigkeitsgrade. Der eine war jetzt gerade ziemlich hügelig. Wow, ich glaube, ich habe das Ding getroffen. Boah, das ist aber mega schwer. Kommt man da irgendwie runter? Hat das hier irgendwas auf sich? Was gibt's hier? Oh, verdammt, ey. Oh, ich muss mal sagen... man kann also hier runter. Schön. Das habe ich jetzt erkannt. Bloß. Da ist eine Kloschüssel. Muss ich auf der Kloschüssel landen oder muss ich die abschießen? Das muss ich jetzt mal testen. Gibt es einen Crash nicht mit dem? Das gibt's ja nicht. Dieses Klo ist also aus Granit. Oder sowas. Gibt das auch vernünftig Punkte? Nein, gibt's nicht. Es gibt also gar nichts. Scheiße, war das jetzt knapp. Okay. Ja. Oh, das gab ja richtig dick Punkte. Nein! Also... Auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Punktzahl. 3300. Ja, das versuche ich jetzt nochmal. Alter Schild, es ist gar nicht so einfach. Ja, schon mal direkt Punkte gemacht. Boah, also es ist echt schwer. Ich
war noch nie gut in dieser Art von Games. Nein, sprach's und stirbt. Scheiße. Oh, oh. Aber irgendwie trotzdem, es ist lustig. Boah, bist du... kriegt man das nicht kaputt? Aber damit kollidieren darf man auch nicht, ne? Uiuiui. Nein. Oh. Ja, ja. Hilfe, ich will hier wieder raus. Und dann zu... Oh, boah, Sack. Ja, das Game Over kommt hier verdammt schnell. Okay, komm, einmal noch die Mission und dann nehmen wir nochmal den Schwierigkeitsgrad 2. Übrigens, der Atari kann auch Sound. Geil, oder? Das muss man glatt wirken lassen, im Moment. So kann ich mich gerade mal wieder... Wusa? So. Kann man nach links fliegen? Kann man. Ja. Das gab schon mal die ersten Punkte. Ja, da man ja offensichtlich... auch eine Möglichkeit nach oben oder stößt man dann irgendwo an die Decke? Hü, was denn jetzt? Mission not complete. Was wollen die denn von mir? Was soll ich denn jetzt machen? Okay. Also, wenn man irgendwas geschafft hat... Jetzt muss ich nur noch rausfinden. Was? Ja. Boah. Du draufhalten, wie du willst. Also das kriegst du irgendwie... Das kriegst du irgendwie nicht kaputt. Und berühren darfst du das sicher auch nicht. Nö. Das ist aber manchmal echt eng. Ja, muss man vielleicht die Klos erwischen und kann zwischendurch. Wer kommt auf so eine Idee? Kloschlüssel vernichten. Das ist auch Sausack. Weil das Klo konntest du ja auch nicht abschießen. Verflucht. Okay, ich bin... Das Ding aber auch nicht. Ja, das ist doch wirklich fürs Klo. Boah! Es verzeiht dir nicht den geringsten Fehler. Schon die leichteste Kollision, ein Pixel und Game Over ist. So, jetzt habe ich zwar hier in der Region erstmal Ruhe. Vielleicht ist das Ziel auch genau. Vielleicht ist das Ziel auch die ganzen Fs, diese Tanks, oh, verflucht, die alle zu erledigen. Das könnte ich mir jetzt fast vorstellen. Jetzt probiere ich doch nochmal den anderen Schwierigkeitsgrad. Oder kann man mit Select einfach generell... generell zwischen zwei Level-Abschnitten wählen. Da hat der Difficulty-Schalter gar keinen Einfluss offensichtlich. Also es gibt zwei Missionen. Boah, alter Falter. Boah, alter Schwede, das ist echt schwer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht will ich ja auch einfach zu viel. Vielleicht muss ich das gar nicht. Nein, das war wirklich fürs Klo. Also, gut, also der Difficulty-Schalter scheint keinen Einfluss zu haben.
Jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt versuche ich mal, mich darauf zu konzentrieren, die Fs alle zu erwischen. Bumm, mit voll Karacho, Vollgas nach unten. So nicht! Verdammt, was gibt's denn hier? Autsch. Komisch. Da war ich doch praktisch gerade, oder? Ja, jetzt ist aber gut. Aber nicht so. Komm, ich will das jetzt rauskriegen hier. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, ey. Das gibt's doch nicht. So, also, schauen wir mal. Halt. Nicht so schnell. Zurück. Sanft. Ja, super, genau in die Schussbahn, du Sack. Na! Fuck. Ja, und jetzt? Ich frage mich echt. No, scheiße. Ich fragte mich gerade echt, wo ich jetzt bin. Leider hat der Herr keine Anleitung dagelassen. Naja, gut. Oh, verdammte Axt. Oder was passiert? Kann ich hier jetzt hochfliegen? Und sagt er dann immer noch? Mission not complete. Why? What am I supposed to do here? Um das mit The Shadows Noses Worten zu sagen. Yeah, das gibt's ja gar nicht. Ja. Nein. Oh, ich habe aber auch überhaupt keinen Plan. Bumm. Fuck. Planlos im Weltall. Vielleicht weiß von euch jemand, wie man das jetzt nur wirklich spielt, was jetzt das Missionsziel ist. Ja. Und mit dieser tollen Mucke verabschiede ich mich von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tomaniac.